Nils, herzlichen Glückwunsch. Du hast soeben die Nummer 67 der Welt geschlagen. Es war ein ganz starkes Spiel. Was sagst du dazu? Ja, ich wusste gar nicht, dass er die 67 ist. Ja, ich bin jetzt einfach locker reingegangen. Ich habe gestern 0-4 verloren. War auch mit meiner Leistung nicht 100% nicht zufrieden. Und ja, ich denke, dass mir das ein bisschen in die Karten gespielt hat, dass ich locker aufspielen konnte. Und es war auch sein erstes Spiel. Also ich denke, dass er auch nicht sein Top-Level gespielt hat. Trotzdem bin ich natürlich total glücklich, dass ich jetzt mal einen Top-100-Spieler geknackt habe. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Ja, sehr zufrieden. Du hast noch die Möglichkeit, weiterzukommen, wenn Wangyang 4-0 sein zweites Gruppenspiel gewinnt. Unabhängig davon, ob du weiterkommst oder nicht, was nimmst du als junger Spieler mit von dem Spiel jetzt und auch von deinem ersten Sherm Open? Ja, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich jetzt noch weiterkommen würde, aber da habe ich niemals mit gerechnet, dass ich hier das schaffen könnte, allein schon gegen so einen Spieler zu gewinnen. Von daher bin ich erstmal glücklich, aber trotzdem muss man es auch nicht überbewerten, ein Spiel. Also ich habe gestern zweimal ziemlich schlecht ausgesehen gegen zwei Spieler, die hinter ihm waren in der Rangliste. Also ich freue mich sehr, aber ich denke, das war jetzt ein Spiel und schauen wir mal. Noch eine Frage zu gestern, da gab es eine ganz kuriose Szene bei dir in deinem ersten Gruppenspiel. Gab es Probleme mit dem Tisch, was war da los? Ja, der Tisch war ein bisschen schief. Wir sagen Badewanne dazu, wenn er von außen nach innen ein bisschen geht. Das haben wir beim Einspielen gemerkt und es wurde dann auch ausgetauscht. Und ich glaube, insgesamt können wir uns über die Bedingungen hier nicht beschweren. Es ist echt eine super Halle und ja, das kann passieren. Danke, Nils.